Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Twinspot Fever 2. Heute ist die vierte Mission dran und als erstes werden wir wie immer uns erstmal anhören, wie der Missionstext ist. Mexikos Westküste im ausgehenden 19. Jahrhundert. Ein unscheinbarer Fleck mit einem verheißungsvollen Namen. Topolobampo. Ein Klima so mild wie nirgends sonst, die Ebenen fruchtbar wie der Garten Eden und in den Bergen unermessliche Reichtümer. Der perfekte Ort, um eine Utopie wahr werden zu lassen. Ein Leben in Freiheit und Gleichheit für alle. Das klingt doch wunderschön. Paradies im Pazifik heißt unsere heutige Mission und es geht von 1885 bis 95, also nur 10 Jahre Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Bild sieht schon mal schön aus. Daraus baue ich mir dann auch immer die Thumbnails. Und ich habe gar keine Ahnung, was mich jetzt gleich erwarten wird. Ich hoffe, es wird gut sein. Achso, ich muss einen Timer einstellen. Sonst wird die Folge eventuell zu lang. Aber mal gucken. Ich habe sie noch nicht gespielt. Ich weiß wirklich nicht, was... Komm schon, nur noch ein bisschen laden. Jetzt geht's los. Soeben hast du dem Staat Mexiko einen Flecken Land abgekauft. Juhu. Hier soll deine Vision zur Wirklichkeit werden. Natürlich. Eine freie und gerechte Gesellschaft. Mit Pferden und Kaktussen. Gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten wirst du in Topolobampo die Stadt der Zukunft errichten. Yay, das ist doch schon eine Stadt. Und eine einzelne Fabrik. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Hast du doch erfolgreich bereits einige Eisenbahnstrecken gebaut. Also ich bin doch derjenige, der... in der Stadt der Träume. Du bist hierher aufgebrochen, um eine Gesellschaft zu gründen, in der niemand Not leiden muss. Alles wird allen gehören und im Überfluss vorhanden sein. Zahlreiche Frauen und Männer wollen sich dir anschließen. Sie sollen ihre Behausungen ganz nach ihren Vorstellungen errichten dürfen. Besorge schon einmal das nötige Material. Im Umland finden sich exzellente Rohstoffe. Du brauchst sie nur in die Stadt zu schaffen. Okay, nochmal von vorn. Bin ich doch derjenige, der die anderen Missionen gemacht hat? Also der Gouverneur von dieser holländischen Tropeninsel und der Typ, der im Wilden Westen die Ponta Rosa Ranch mit Holz bestohlen hat oder so ähnlich? Das wundere ich mich jetzt gerade. Oder bin ich einfach nur ein generischer Eisenbahn-Tycoon, der einfach sein ganzes Geld hier in Mexiko ausgegeben hat, um irgendwie was Cooles zu erschaffen? Ich habe relativ viel Kohle, das gefällt mir schon mal. Baumstämme liefern. Mal gucken, wir haben hier elf Fjorde, wir haben Topolambo. Und die Karte ist schon mal ziemlich klein, aber das muss ja nicht schlimm sein. Und ich habe doch irgendwo gerade die Stadt der Träume gesehen. Ach nee, das stand hier. Und jetzt steht da natürlich Baumstämme liefern. Liefe 30 Baumstände nach Topolambo, um die Stadt aufzubauen. Aber die Stadt ist doch schon da. Okay, aber die Stadt braucht Holz. Ich mache erstmal das hier zu. Und wo war denn das? War das das hier? Genau. Okay, Holz wird in die Industrie geliefert. Auch interessant zu sehen. Wo haben wir denn Holz hier? Da haben wir einfach nur einen Wald. Und hier wird Wald in Steine verwandelt. Sozusagen. Und das hier, das kenne ich gar nicht. Ein Lager. Okay, was produziert ihr hier? Guano. Will ich das wissen? Irgendwie... Okay, und hier wird Guano verbraucht in der Kaktusfarm. Und dann produziert die Kaktusfarm Kakteen. Das klingt ja schon mal ziemlich lustig. Hier ist noch ein einzelner Hafen. Export. Okay, da wird dann exportiert anscheinend. Und Silberlöffelfabrik. hier wird Alkohol aus den Kakteen gemacht. Ich bin irgendwie besorgt, dass hier noch Sachen passieren werden, die mir vielleicht nicht gefallen. Also bis jetzt fängt das ja super an, die Geschichte. Ey, ich will eine Utopie entwickeln. Und weil... Warum nicht? Eventuell werde ich... Baumodus ändern. Eventuell werde ich zukünftige Folgen auf dem Steam Deck produzieren. Einfach, weil ich das Spiel auch sehr gerne auf dem Steam Deck spiele, weil es funktioniert und weil
ich auch häufiger auf dem Steam Deck spielen kann, als auf dem großen Computer, wo ich jetzt gerade produziere, die Folge hier produziere. Aber das werden wir in Zukunft sehen. Weil ich auch gerade sehe, dass die Baumenüs ziemlich große Ähnlichkeit haben. Auf der anderen Seite ist es schon schöner von der Grafik her, hier auf dem richtigen Computer zu spielen. Mal gucken, ich will so viel wie möglich von der Industrie abdecken. Halten wir mal da. Und LKW-Station da. Was war drehen? M&M ist drehen. Wie komme ich denn jetzt auf X und Y? Wahrscheinlich irgendein anderes Spiel, was mir gerade nicht einfallen will. Und bauen wir direkt daneben das Depot. Fahrzeuge kaufen. Wir haben nur den da. Kaufen wir mal. Also irgendwie sieht das UI anders aus. Ich habe, bevor ich jetzt das Spiel gestartet habe, noch ein bisschen herumexperimentiert mit Grafik und so. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als wenn das UI anders wäre. Aber auf der anderen Seite, es läuft ja und aufnehmen kann ich auch. Also von daher, das geht das schon. So, einmal hier hin und einmal hier hin. Blub. Achso, die Fahrzeuge sind jetzt alle da zugeordnet. So, dann können wir ja mal die Zeit starten lassen. Und dann sollte es ja demnächst losgehen. Achso, um das hier ein bisschen schneller zu machen, gibt es den Trick, also was heißt Trick, dass wir hier einstellen, dass beide benutzt werden können. Dann geht das ungefähr 50% schneller. Also, nicht wirklich, aber... Achso, die müssen jetzt beide natürlich drauf warten, dass sie vollgeladen werden. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Ja, die produzieren 400 Holzstämme. Wie viel braucht die Stadt insgesamt? 95. Das ist gar nicht so viel, so wenig. Welche... Wo kann ich denn das sehen? Welche Rate hat denn diese Linie? Da... 57? Also ungefähr die Hälfte. Also könnten wir quasi die Anzahl der LKWs nochmal verdoppeln. Oder Pferdewagen sind es ja noch. Oh, die Musik ist schön. Ich glaube, das habe ich bei den anderen Folgen auch mal wieder gesagt. Ist schon so lange her. Die Musik für die einzelnen Missionen hat mir bis jetzt immer gut gefallen. Aber ich habe ja jetzt auch erst die vierte Mission gespielt. Und ja. So, wir beobachten mal unsere Pferdewägchen. Wie sie dahin zuckeln und zuckeln und... die Holzstämme reinbringen, damit die Stadt noch größer wird. Beziehungsweise, damit wir unseren Auftrag erledigen. Ich weiß nicht, wie groß jetzt die Stadt noch werden kann. Und ich bin gespannt, was hier noch passiert. Wir müssen dann irgendwann Silberlöffel produzieren, schätze ich mal. Und Distille. Wie heißt denn das hier genau? Heißt das einfach nur Alkohol? Genau, Alkohol. Sowas Ähnliches hatten wir doch auch in der letzten Mission. Da ist aus Weizen Alkohol gemacht worden. Hier haben wir Guano. Naja, finde ich ein bisschen seltsam. Aber überhaupt, dass wir jetzt ein paar mehr unterschiedliche Industrien haben, das finde ich doch schon nett. Ich glaube, das hier, genau das ist die Pferdefarm, die wir am Anfang gesehen haben. Also die ganz normale Bauernhof-Asset, bloß dass da eine Kakteen drin steht. Und die Anlieferung, das könnte so ein... Weiß nicht, die Gebäude könnten noch irgendwo in Norwegen stehen, oder? Gerade hier mit, dass das nicht direkt aufsetzt. Das Projekt wächst und gedeiht. Dank der hochwertigen Materialien sehen die errichteten Gebäude ausgesprochen stattlich aus. Die ersten Siedlerinnen und Siedler sind eingezogen und alle arbeiten tüchtig an der Verwirklichung der idealen Gesellschaft. Doch zu einem erfüllten Leben gehört nicht nur Arbeit. Ebenso wichtig sind körperliches Wohlergehen, Vergnügen und Zerstreuung. Sorge dafür, dass die städtischen Einrichtungen von Topolo Bampo mit den nötigen Verbrauchsgegenständen ausgestattet werden, auf das Gesundheit und Lebenslust Einzug halten. Okay, wir müssen Hotel und Hospital, also eins von den beiden wird das und das sein, erfülle mindestens eine Lieferung. Okay. Muss ich mir das dann aussuchen oder kann ich auch beides machen? Weil ich bin ja eigentlich jemand, der gerne alles Mögliche macht. Ich klicke einfach mal hier drauf. Das ist das Hotel und das ist das Hospital. Wir fangen mal mit dem Hotel an. Die Stadt der Zukunft wird viele Gäste anlocken, die das Erfolgsmodell mit eigenen Augen bestaunen wollen. Deshalb soll das Hotel nur mit der exquisitesten Ausstattung bestückt werden. Zum Beispiel mit stilvollem Essgerät.
Okay, kann ich jetzt trotzdem noch auf das Hospital klicken? Die Frauen und Männer der Kolonie sind kräftig und gesund. Sollte sich dennoch einmal ein Notfall ereignen, muss dafür gesorgt sein, dass das Operationsbesteck im Krankenhaus garantiert keimfrei ist. Zu diesem Zwecke lässt sich medizinischer Alkohol aus den zahlreich vorhandenen Kakteen herstellen. Ah, okay. Also der Alkohol wird nicht getrunken, der wird zum Desinfizieren genommen. Ja, das ist natürlich was anderes. Also ich muss das hier nicht unbedingt mit Guano beliefern, sondern ich könnte eigentlich auch hiermit anfangen. So. Das Holzding produziert ja eh mehr als genügend Holz. Und wir haben auch mehr als genügend Geld. Also mache ich jetzt einfach mal hier den Schnell- und Billigweg. Na komm. So, einmal daran. Dann die Löffelfabrik hier oben dran. Und die Löffelfabrik wieder in die Stadt. Das müsste doch eigentlich reichen. Und guck mal, wir können die sogar von hier aus anliefern. Das ist doch perfekt. Wie sind denn die Produktionsdinger? Aus einem Holz wird eventuell ein Stein. Nee, das ist alles getrennt. Ich kann... Also das hier ist ein Stein, ein Löffel. Aber theoretisch müsste ich gar kein Holz hier anliefern. Das ist einfach nur so. Vielleicht ist das eine Bonusaufgabe. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal machen kann und sollte. Oder ob ich das... ob ich mir da vielleicht irgendeine Bonusaufgabe verderbe. Aber wer die erste Folge gesehen hat, der weiß ja, ich will das eigentlich so spielen, wie ich es sozusagen erstmal blind mache. Und dann können wir uns immer noch umentscheiden. Ich überlege auch eine extra Anfahrt für das hier oben zu machen. So, dreh dich mal noch ein bisschen. So, das müsste ja trotzdem gehen. Ja, 100 ungefähr. Also wir kaufen noch mal ein paar. Vielleicht noch ein paar mehr. So, alle anklicken. Neue Linie. Und zwar fährt ihr einmal hier lang. Hier. Dann solltet ihr eigentlich alles haben. Hier. Und dann bitte... Ach so, verdammt. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Holz direkt für hier mitnehmen. Um das zu verhindern, muss ich denen sagen, bitte kein Holz mehr. Hoffentlich funktioniert das so. Ansonsten, vielleicht lasse ich dann doch lieber die Strecke hier raus. Eine richtige Straßenbahn, wie es sie in allen mondänen Städten gibt, würde Topolobampo gut zu Gesicht stehen. So könnten die Mitglieder der Gemeinschaft die müden Füße etwas ausruhen. Okay. Die Straßenbahn ist eine gute Sache. Doch die Hinterlassenschaften der Zugpferde dürfen keinesfalls vor den repräsentativen Gebäuden der Stadt zu liegen kommen. Baue Straßenbahn und transportiere 10 Leute. Vermeide Stationen in der Nähe des Hotels und des Hospitals. Ah, okay, also ich soll eine Straßenbahn hier bauen, 10 Leute transportieren, aber nicht hier und nicht hier. Zählt da das Teil schon? Kann ich das zum Not nochmal umbauen? Ich mach mal Pause. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich reiß das jetzt mal noch vorsichtshalber weg. Jetzt beschwert er sich natürlich zurecht. Und baue das jetzt nochmal hier hin. Okay, hat funktioniert. Sollte immer noch klappen. Aber es ist außerhalb dieses kleinen roten Kreises. Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dem hier. Aber... Wir werden mal sehen. Was da doch passiert. Straßenbahn. Achso, wir können derweil mal die Zeit nur so langsam weiterlaufen lassen. Damit auch die anderen Sachen mal passieren können. Straßen, Gebäude... Achso, einfach nur Bushaltestellen und dann muss ich die Straßen upgraden. Ersetzen. Wo fahren wir denn überhaupt lang mit der Straßenbahn? Vermeide Haltestellen, aber... Wir können ja ruhig mit der Straßenbahn da durchfahren, aber müssen wir eigentlich auch nicht.
könnten zum Beispiel hier unten halten. Dann fährt die einmal hier durch, hält zum Beispiel hier, hält zum Beispiel hier. Machen wir auch gleich die Gegenrichtung. Und... ja. Hält dann da oben. Gut, der Teil der Stadt wird jetzt ein bisschen sein gelassen. Obwohl, wir können doch vielleicht noch eine zweite Linie bauen, die dann hier startet. Und, hier anhält. Ja, dann haben wir doch ein bisschen was. So, Straßen. Wie mache ich denn das? Werkzeuge. Genau, Tramgleis-Tool und das kann ich nicht lesen, weil das hier im Weg ist. Straßen mit Spieleigentum ausrüsten. Ach so, oh, damit die nicht... damit die sich nicht erweitern. Weil die Stadt ja gerne selbstständig Straßen aufrüstet und dann könnte es Probleme geben. So, du fährst da lang, da lang. Oder vielleicht machen wir das auch so, dass die hier einmal wenden. Genauso. Bauen wir da mal das Depot hin. Mal gucken, wie das... Eventuell landen die dann alle im Depot oder so. Oder ich baue hier nochmal eine Wendestation hin. Gebäude. Bus-Tram-Station. Völlig übertrieben, aber wir haben ja mehr als genügend Geld. Noch. Konfigurieren. Wie rüste ich denn das jetzt hier gleich nochmal auf? Achso, eventuell. Auch über das hier. Tram. So. Ja, das sieht doch ganz hübsch aus. Sieht eigentlich nicht hübsch aus und ab hier fängt dann erst an, ein bisschen zu kriseln. Aber egal. Achso, Tram-Depot. So. Tram-Depot. So. Fahrzeuge kaufen. Kaufen wir uns gleich hier das richtige, coole Zeug. Obwohl... weiß auch gar nicht. Haben die... Doch, die haben Oberleitung. Dann kaufen wir uns das coole Zeug. Dieses Fahrzeug ist zurzeit nicht verfügbar. Okay. Dann ist das wahrscheinlich noch gesperrt von der Mission her. Also, neue Linie. Ihr startet hier. Achso, da fehlt jetzt ein bisschen so die Gegenrichtung. Wenn wir die hier lang schicken. Obwohl... Dann machen wir es hier hin. Dieser Linie Station hinzufügen. Also ihr fahrt erstmal dahin. Dann dahin. Dahin. Oder auch nicht. Das kommt nochmal weg. Station hinzufügen. Können nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden? Warum nicht? Ach, kann es sein, dass ich da noch keine Straßenbahnschienen habe? Sieht so aus. Dann fahren wir eben doch... Ach Gott. Aber da kann ich gleich mal sehen, wo Straßenbahn... Okay, warum habe ich da eine Haltestelle hingesetzt, wenn da keiner hinfährt? Das macht keinen Sinn. Aber dann können wir trotzdem doch mal hier lang fahren. Konzentration. Irgendwann wird's auch. Station hinzufügen. Ihr fahrt jetzt noch hier lang. Da gibt's kein Zurück. Vielleicht brauchen wir die Bushaltestelle irgendwann mal für irgendwas anderes. Station hinzufügen. Du fährst jetzt nochmal hier lang. Dann fährst du da oben lang. Dann kannst du hier nochmal halten. Main Street. So, wenn du hier hältst, dann jetzt auf Station 1. Und hier, obwohl das gar keinen Sinn macht, weil... Ja, ist doch hier egal. Hauptsache, wir kriegen jetzt irgendwie die 10 Leute zusammen. Wie sieht's mit der... mit den Pferden hier aus, die... Silberbesteck transportieren sollen. Das ist Linie 1. Kann ich hier sehen, was Linie 2 transportiert? Wo kann ich denn das am besten sehen? Ich glaube hier. Zumindest Silber transportieren sie jetzt schon ein bisschen. Ach, da sind sie erst da oben.
Wechseln die auch wirklich alle ihr Silber aus? Das wäre wichtig, dass du hier wirklich dein komplettes, dass du dich komplett entladest und bitte dein Holz loswirst. Aber das müssten wir eigentlich eingelöst haben, dass das so gemacht wird. Dabei können wir ja mal die Kakteen produzieren. So wie das jetzt erstmal aussieht, kriege ich vielleicht einfach so Kakteen daher. Das probieren wir mal aus. Und dann können wir später immer noch die andere Farm da anschließen. Hier ist die Kakteenfarm. Die Kakteen-Distillerie. Ja. Ah, wir können es auch so fahren. So ein bisschen hier schräg an dem Berg vorbei. So, sieht ein bisschen sehr wild aus, aber das passt schon. Dann können wir... Kommen wir hier direkt dran vorbei? Nee, schade. Dann bauen wir erstmal von hier aus eine Brücke. Hier quer drüber. Und dann von hier da dran. Ja, dann machen wir es halt so. So, dann... Die Straßenbahn ist formidabel. Nur hält sie nicht dort, wo die Menschen hinwollen. Dank einer fortschrittlichen Technologie könnte die Linie im Zentrum verkehren, ohne dass überall Pferdemist herumliegt. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber erstmal machen wir unsere Kaktuslinie. LKW-Station. Vor dem Hospital, also hier quasi. Wird das dann weggelöscht, wenn ich das dahin baue? Nee, weil es so komisch aussieht. Stelle Bahn auf elektrischen Betrieb um, transportiere... Okay. Also genau das, was ich vorhin versucht habe. Ja, meinetwegen, dann... So, Aktionen, die placen und alle bitte werden jetzt elektrisch. Und hier sehe ich überall schon Bevölkerungsdinger. Guck mal, allein mit dem Ding haben wir denn die Mission schon erfüllt. Und in der Zwischenzeit können wir ja mal... Wo steht denn das Depot? Da müssen die erst da hoch. Dann baue ich lieber ein zweites. Ne, das war Straßenbahn, glaube ich. Oder? Doch, Straßenfahrzeugsdepot. Gedöns. Dem Wunder der Elektrizität sei Dank, kann die Straßenbahn nun alle wichtigen Orte bedienen. Und das auch noch bei Wohlgeruch. Okay, dafür sind jetzt überall Straßenbahnleitungen. Das war früher auch ein Thema, dass die Leute eigentlich keine Straßenbahnleitungen über den Köpfen haben wollte, weil das komisch aussieht und so ein bisschen beängstigend ist. Ich mach mal 20 gleich. Ist ja eh egal. In der Mission haben wir noch keine Geldprobleme. Neue Linie. Erstmal zur Kaktusfarm. Dann zur Destillerie. Und dann bitte zum Krankenhaus. Dass die Leute schön gesund werden. Durch den Kaktusschnaps. So. Und jetzt? Sieht doch erstmal ganz gut aus. Musik ist auch noch fröhlich. Irgendwie läuft mir das zu einfach. Außerdem, warum fahrt ihr alle da lang? Wo fahrt ihr hin? Ach, weil das wahrscheinlich die nächste Haltestelle ist. Ich werde mal ein paar jetzt einfach schon mal woanders hinschicken. Dann kriegt man auch hier so ein bisschen den Takt wieder. Können wir den Takt noch ein bisschen ändern. So. So, Tempolo-Anbau, oder? Das ist doch denn der richtige, genau. So, der größte Teil wird jetzt erstmal hier festhängen. Ach so, wenn die hier durch sind, dann fahren die ja auch gleich zu Dingenskirchens hier in die Stadt erstmal rein. Das nervt ja dann auch. Was? Du fährst jetzt auch nochmal. Ah ne, du kannst gar nicht mehr woanders hinfahren.
Ja, jetzt ist für dich auch zu spät. Egal. So, die ersten holen schon die Kakteen ab in der Zwischenzeit. Ich meine, die fahren ja dann irgendwann zurück. Beziehungsweise für den Rückweg könnte ich denn hier auch noch eine Abkürzung durch die Stadt bauen. Mal sehen, die fahren hier runter, rechts, und fahren dann wieder hier hoch. Dann könnten die hier quasi... Na, da müssen die durch den Berg. Na, dann sollen die hier langfahren. Ich glaube, das ist immer noch eine Abkürzung. Und wir haben ja das Geld. Wunderbar. Die grundlegenden Bedürfnisse der Gemeinschaft sind gedeckt. Es wird gar mehr produziert, als die Kolonie selbst braucht. Damit der Wohlstand sich mehren möge, sollten die emsigst und mit viel Elan produzierten Überschüsse exportiert werden. In dieser entscheidenden Phase wären Erträge aus dem Exporthandel hilfreich, denn es stehen noch einige Investitionen zum Wohle aller an. Entscheide, welches Gut du zum Wohle der Gesellschaft nach Übersee exportieren willst. Okay, triff eine Entscheidung. Alkohol oder Silberlöffel? Hier gibt's noch Aufatmen. Dem Wunder der Okay. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir haben ja gerade erst unsere Alkoholproduktion angeschmissen. Wie viel kann das Ding produzieren? Produktion 100. Und ich wette, du bist auch bei 100. Wie viele verbraucht ihr? Du verbrauchst 100 und du verbrauchst 100. Muss ja nicht so viel sein. Ich bin auch noch gespannt, wann das hier wichtig wird. Aber die fahren ja im Prinzip eh hier nochmal in der Nähe. Dann könnte man eigentlich, wenn ich jetzt richtig spielen würde, hier diese Strecke machen, dass die quasi immer voll sind, die LKWs, und doppelt kassieren und dann nur einmal hier eine Leerfahrt ist. Aber so spiele ich ja nicht. Deswegen... welche Rate hat denn das Teil? Die sind alle ziemlich bei ihrer Auslastung. Wir bauen erstmal hier so ein Ding hin. Was soll es denn? Dann lasse ich doch mal... Wir könnten direkt von hier nach hier fahren, aber ich mache einfach mal noch eine zweite Strecke. Obwohl, dann sind es zu viele. Ja. Ach kommt, ihr werdet jetzt alle... der Linie 4 zugewiesen. Und dann mache ich Linie 4 noch mal ein bisschen anders. Linie 4. So, Davis Street. Station hinzufügen. Du fährst dann nochmal hier hin. Nochmal dahin. Ich sehe gerade, wie langsam die Zeit vergeht. Also in der Zeit haben wir das dann hoffentlich geschafft. So, dann fährt er einmal in die Stadt und einmal zum Alkohol wegschaffen an den Hafen. Übersee. Ja, und wir brauchen plus 30 Alkohol. Das haben wir dann schneller erreicht als die 60 Silberlöffel. Einnahmen sind eigentlich auch okay. Kann ich hier nochmal richtig aufs Geld gucken? Okay, das war unser Startkapital. Hier haben wir ordentlich investiert. Und wir machen so ein leichtes Plus, aber nicht wirklich viel. Das würde mich nicht wundern, wenn... das sogar nochmal irgendwann ins Minus rutscht, weil ich wette, die Straßenbahn, die frisst wahrscheinlich relativ viel. Sogar die macht Plus. Also hier, die Zahlen sehen wesentlich besser aus. Wo macht man denn eigentlich den ganzen Verlust? Investitionen. Ach so, Investitionen. Die Straße wird ja schon gegengerechnet. Das ist der Reingewinn der Straße hier oben. Okay, also 1 Million macht die Straße schon Gewinn. Das ist cool. Das heißt, das ganze Geld, was wir ausgegeben haben, haben wir trotzdem schon eingewirtschaftet. Das ist super. Das ist, ja. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass das hier funktioniert.
Ja, jetzt hängen die natürlich alle hier drin fest. Das ist wunderschön. Ja, mal gucken, ob und wie das hier funktioniert. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass die bei ihrer zweiten Fahrt das nicht so mitnehmen können, wie ich das gerne hätte. Was heißt denn das Ausrufezeichen hier eigentlich? Station ist überlastet. Kann man da noch was gegen tun? Konfigurieren. Güter. Hier. Einfach mal ein bisschen Dekoration dran bauen. Escape zurück. Hier haben wir noch ein größeres Häuschen. Sieht auch hübscher aus. Ah, jetzt kann da mehr gelagert werden. Ja, ob das jetzt hübsch aussieht, das ist eine zweite Sache. Aber man kann hier schönbaumäßig schon einiges machen. Gerade wenn man das in der Stadt baut, im Industriegebiet, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann auch hübscher aussieht. Jetzt ist natürlich die Frage, in welcher Rate ist denn jetzt Linie 4? 50. Also, ja, da könnten theoretisch noch ein paar Pferdchen drauf. Warum nicht? Schneller wird's nicht wirklich, aber langfristig kriegt man dadurch mehr wegtransportiert. 35 plus 1, 2, 3, 5? Sind das 5? Ja, ungefähr. Also ungefähr 40 Fahrzeuge sind auf der Linie. Ja. Mal gucken, wie sieht's finanziell aus? Dum, da, dum, dum. Ja, investiert haben wir schon ziemlich viel im Jahr. Ich sehe gerade auf meiner Uhr, es sind 30 Minuten drum. Also schon ein bisschen mehr. Aber falls die Folge jetzt noch sehr lange dauern sollte, dann werde ich jetzt hier mal einen kleinen Schnitt machen. Falls es aber jetzt gleich vorbei sein sollte, weil wir zur Zeit zumindest noch richtig gut in der Zeit liegen, dann geht es einfach vor weiter. Mal schauen.